Hallöchen Leute und willkommen wieder zurück zu einem weiteren Part von Let's Play New Super Mario Bros. 3. Und man kann hier Sachen bewegen, sehr krass. Im letzten Part, Leute, hatten wir 4 Level hier geschafft. Ja, es waren wirklich 4. Und wir hatten außerdem diesen Level hier gestartet, aber ich werde den jetzt nicht machen. Da ich mich nämlich, ich hatte den Offscreen mehrmals probiert, ich hatte diese Aufnahme auch des Öfteren gemacht, keine Ahnung, 3-4 Mal auf jeden Fall. Und ich hatte mich des Übelsten aufgeregt. Jetzt habe ich mich wieder etwas abgekühlt, sage ich mal so, und ich werde den Level nicht wiederholen, der einfach nur doof ist. Ja, falls ihr euch den Level angucken möchtet, guckt jetzt mal im Internet. Der Typ hat einen Walkthrough davon, also er hat ja alle Level schon mal gemacht. Also guckt euch mal 4A an oder so, keine Ahnung, dann werdet ihr den zweiten Teil schon irgendwo sehen. Ist ganz hässlich gemacht, also ich habe jetzt auch gar keinen Bock, den wieder zu wiederholen, da ich weiß, dass ich da abkacken werde. Und ja, ich weiß, ich bin voll ausgerastet, weil es war jetzt vor 2 Stunden oder so, ne? Auf jeden Fall eine kleine Zeit her. Ich hatte, glaube ich, wirklich 4 bis 5 Aufnahmen verkackt. Mann, was soll denn der Scheiß? Und ich probiere jetzt etwas gechillt an die Sache ranzugehen. Ich werde jetzt alle Level, die mir nicht passen, einfach skippen, ne? Ganz gechillt, denn ja, ihr wollt bestimmt mich nicht hier lodern hören oder sehen. Okay, sehen zwar jetzt eher nicht, aber vor allem möchte ich mich hier nicht aufregen, denn das Ganze soll ja Spaß machen, ne? Ist ja ein Projekt, das an sich Spaß machen sollte. Aber ich bin irgendwie noch nicht wirklich dazu gekommen. Der letzte Part war noch sehr gechillt, ne? Aber das, was ich hier gesehen habe vorhin, ne, ist zwar schon ganz, ganz eklig, sagen wir jetzt mal so. Ja, diesen Level hier kenne ich auch noch sehr gut, der Untergrundlevel. Sieht auch bisher sehr gut aus. Wow, 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 wow. Die werden wir nicht sammeln, ich werde die sowieso nicht bekommen. Wow. Dich werde ich töten, komm her. Bums, mich weg. Hier gibt's keinen Pilz? Doof. Also Blume, ne? Yay! Ich bekomme Münze. Bekomme ich ein Leben? Ich hab kein Leben, ist das mal doof. Wow! Na klar, ne? War ja auch irgendwie logisch. Was denn das? Also das war früher nicht so. Zu meinen Zeiten war das noch nicht so damals, ne? Kommt mir irgendwie auch nicht bekannt vor. Egal. Scheint auf jeden Fall neu zu sein. Hat er bestimmt selbst so gemacht. Ja, wenn er dran Spaß hatte, ist es ja gut. Aber mein einziger Wunsch im Moment ist es, dieses Projekt zu beenden, ganz ehrlich. Nicht, dass ich mich nicht freue, aber ich hatte einfach schon zu viel. Sagen wir es so, dieses Projekt hat schon so viel negatives Karma von mir. Und nicht nur von mir, von dem Spieleentwickler selbst und dann auch von, ja, von mir auch natürlich. Das hat sich schon gemacht und wegen den Starcoins und allem hat es leider sehr büßen müssen, sagen wir es mal so. Es wäre an sich ein sehr schönes Spiel, hätte ich die Starcoins von Anfang an nicht gesammelt. Naja, habe ich das eben verkackt. Die Kanonenlevel werde ich auch später machen, aber erst ganz am Ende. Denn ich habe jetzt keine Lust mehr anzusehen, wo sich die geheimen Secret Exits befinden, ganz ehrlich. Ich möchte jetzt einfach gechillt spielen. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie nachvollziehen. Ich möchte einfach gar nicht überlegen, wo sich was befindet. Und ich, ja, falls ihr den letzten Part gesehen habt, habt ihr auch bestimmt gemerkt, dass ich das meiste einfach so, sagen wir es mal so, ignoriert habe und gar nicht mal geguckt habe, ob da was ist. Ich wollte einfach den Level beenden. Ich wollte einfach Spaß haben. Nicht jeden Scheiß überprüfen, denn ich weiß ja, wie er das Spiel aufgebaut hat. Er hat wirklich immer irgendetwas irgendwo versteckt und naja, nicht wirklich meins. Also, ja. What the hell? Wow. Wow. Ich habe so ein Gefühl, dass man da etwas reißen konnte, ne? Wow. Geh weg, Buhu, you suck, man. Ich hab ihn ausgetrickst, diesen Drecksack. Also ich hab gar keine Ahnung, wo ich gerade bin, Mann.
Hey Leute, ich hab ne Starcoin, ist das mal schön. Wow, das war knapp. Schon? Ja. Ich kann mir denken, dass hier noch einiges versteckt war, ne? Sehr gut versteckt vor allem. Aber ich denke, das ist es mir nicht wert so. Wir haben wenigstens eine Starcoin gefunden. Das ist schon auch mal was wert, ne? Ja, wie gesagt, die Kanonenlevel werde ich irgendwann später mal alle zeigen. Weil Baum. Ja, weil Baum. So, vor dem Ende, sagen wir, in der letzten Welt, werde ich noch alle Kanonenlevel zeigen. Was ist denn das jetzt? Ah, die Mucke ist so geil. Ey, das ist doof. Ich dachte, da hätte er was versteckt da unten, ne? Also ich kann mich noch ungefähr an so ein Level erinnern, aber ja, trotzdem kann man das wirklich nicht so vergleichen. Also, ne? Also ich erinnere mich jetzt nicht genau, denn die Level waren schon anders, aber diese Wolken und diese Dinger waren schon da, ne? Ey, oh, dieser kleine Mario ist voll uncool. Wow, sehr schön. Ich weiß, wozu ist diese große Pyramide hier gut? Falls das überhaupt eine Pyramide ist, ne? Naja. Also, die Mucke passt zwar nicht zu diesem Ort, ne? Aber sie macht voll gute Laune, ne? Das ist doch das, was zählt. Mein Gott, hier kann ich ja sterben. What the hell? Dear Lord. Wow, wow. Schnell, schnell. Ja, wozu waren das jetzt gut? Ach so. Ach so, ist eine Röhre, ne? Aber werde ich hier irgendwo landen? Wow, voll Glück und so, ne? Ich denke, dass da oben irgendwo eine Starcoin war. Also nicht gerade was, was mich irgendwie ankratzen könnte. Was? Wieso denn das jetzt? Naja. Wow. Baumfried? Baumfried, Ach so. Ja, sehr skurril, aber okay, das war schon der Ausgang. Und die Pyramide im Hintergrund sieht schon geil aus, ne? Also, jetzt fällt sie so richtig derbe auf, da nix da ist, ne? Hätten vielleicht noch ein paar Pflanzen gefehlt, so grüne Pflanzen oder so, ich weiß auch nicht. Wäre bestimmt cool gewesen. Und wir sind schon bei 6. Level dieser Welt, ist das mal schlimm, wie schnell das geht? Ist doch mal schön, ne? Also ich habe meinen Spaß, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hoffe es. Kommt mir dieser Level bekannt vor? Momentan noch nicht, ne? Doch, einigermaßen. Ich muss mir noch so ein Bild machen, ne? Ah ja, diese Level hier war so aufgebaut. Ja, genau so, ne? Aber hier bringt es nicht viel. Ja, früher war es so, wenn man in diese Tür da reingegangen ist, ist die Welt von groß auf klein geworden. Also die Goombas waren so, und wenn man jetzt in diese Tür reingehen würde, waren sie so big as groß, ne? Und das hat schon einen Unterschied gemacht. Entweder man konnte schneller sterben oder man konnte halt besser spielen. Ich weiß auch nicht. Also ich fand es immer cooler, wenn sie groß waren. Da konnte man so voll, keine Ahnung, ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Wow. Okay, ich traue mich nicht. Lieber nicht, Manfred. Ne, den lasse ich auch lieber sein. Und diese Mucke finde ich auch cool. Wow, wow. Achso, ich dachte schon, ich würde nicht mehr rauskommen. Ja, da geht's wieder so eine Tür, aber die bringt uns, wie gesagt, schon nichts. Ey, das war früher nicht da, ne? Ne? Ich kann mich, das kann ja nicht sein, ne? Ey, die Roten sind ja viel klüger als die Grünen, ne? Der Grüne hat sich selbst in den Tod gerissen. Der Rote aber überlegt einigermaßen. Hier muss man einen ganz kleinen Sprung machen, so. So, hier aufpassen. Sehr schön.
Kommen hier noch Gegner? Das wäre jetzt doof. Ne, kommt keiner. Sehr gut. Und die Fahne. Booms. Warum ist immer dieser Totenkopf auf der Fahne? Das verstehe ich nicht. Was hat das mit dem Ziel hier zu tun? Wären es Piraten oder so, könnte ich es irgendwie so nachvollziehen, aber ich denke nicht, dass Mario irgendetwas mit Piraten am Hut hat. Wenn ja, würde ich mir sehr skurrile Fragen stellen, so im Moment. Ey, das ist schon der letzte Level für diese Welt, Leute. Ist das mal schlimm? Hallo? Kommt der auch runter? Okay, hier sind noch keine Gegner, was sehr skurril ist. Hier kann man runterfallen, aber ich denke nicht, dass das so gesund sein würde. Ja, mit dem kleinen Mario haben wir eigentlich an sich so einen Vorteil, da wir einfach durchwaschen können, ne? Tja, jetzt nicht mehr, ne? Das war's dann auch damit. Aber ich habe noch ein Inventar, falls es nötig sein sollte. Wow! Ich habe den gar nicht gesehen. Naja. Nochmal einfach. Wir hatten aber, glaube ich, schon die Hälfte durch, ne? War schon schlimm, wie schnell das ging. Wow. Wow, 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 wow. Ganz langsam, nicht sterben, ne? Alter, war das knapp. Hier wechselt die Kamera von so auf so, ne? Da bekomme ich Kopfschmerzen, wenn das so schnell so beim Bildschirm so, ne? Ihr wisst schon. Okay, warte. Aha. So, hier und dann... Nein! Okay, man kann auch hier Walljump und dann... Okay, werde ich mir merken. Ist schon nicht übel, der Level so an sich, ne? Gefällt mir so, ne? Okay, nochmal. So. Und... Oh, sehr gut. Hier den Pilz nehmen wieder. Power-Up kann nicht schlecht sein, aber nicht klein werden, das wäre jetzt dumm. Warum kann man hier nicht drüber... Ey, das ist ja auch voll fies, wenn man genau runterspringt, wird man zerdretscht, ne? Oder wird man hier verbrannt. Ist auch nicht gerade schön, verbrannt zu werden, ne? Verbrannt zu werden, verbrannt zu werden, verbrannt zu werden. Schlechtes Deutsch for the win, Mann! Kann ich da unten dieses Item hier nehmen? Tatsache. Ach so, ich dachte, es würde mich hier töten irgendwie, ne? Wäre auch nicht so schön. Ja, früher waren hier mal sofort die Gegner gekommen, so Bossgegner. Aber hier gibt es das im Spiel nicht, deshalb musste man das etwas anders machen. Okay, aber ja, das möchte ich, das ist cooler, ne? Ach, doof. Wisst ihr, ab und zu kann ich den Wandsprung überhaupt nicht und ab und zu kann ich ihn so gut, ne? Aber ich denke, hier brauchen wir den Stern sowieso nicht, Mann. Geh mal, was soll ich mit dem? Geh weg. So. Bekomme ich dieses Starcoin? Einfach so geschenkt. Wow, wie großzügig. Sowas großzügig habe ich ja noch nie gesehen bisher. Also ich glaube, sowas hat mir auch bisher noch nie gesehen, ne? Auf diese Art, diese Röhren in so einer Burg, ne? Und mit dieser Mucke. Ist schon eine neue Kombination, was mir an sich sehr gefällt. Man hat schon so ein anderes Gefühl, sagen wir es mal so. Geht mir auf jeden Fall so. So. Wo, Manfred? Manfred! Nein, warte. So. Komm her! Gib mal... Ja, sehr gut. Ja, auch wenn das hier etwas gefährlicher ist, mit diesem Power-Up hier zu spielen, wegen dem Panzer und so, denke ich, dass es in diesem Level gar nicht mal so verkehrt ist, ne? Denn der macht hier alles kaputt. Und, ja, außerdem sind wir so für eine kurze Zeit unverwundbar. Was gar nicht so schlecht ist. Ich denke, das ist der falsche Weg, ne? Kann sein. Da oben gab es noch einen Weg. Ich denke aber, das führt auf das Gleiche hinaus. Kann sein. Hier, ne? Nee, hier kann man doch nichts machen. Na, dann gehen wir wieder runter. Balls. Das war jetzt etwas dumm, aber hallo? Wie mache ich... Okay. Hä? Wie soll denn das jetzt gehen?
Ach, komm, Mann. Habt ihr eine Ahnung? Ich bin etwas irritiert im Moment, ganz ehrlich. Hab ich was vergessen? Vielleicht so einen Schalter oder so? Das könnte die Möglichkeit sein, ne? Ist gerade auch das Einzige, was mir einfallen würde. Muss ich so ehrlich sagen. Nee, das hier ist nur für Münzen. Alter, komm jetzt, geh. Geht doch. Ey, da ist eine Tür. Aber da, ich komme da nicht drauf, hä? What the hell? Ja, sehr schön. Was geschieht jetzt, wenn ich hier runtergehe? Sterbe ich nicht. Ja, das wäre jetzt nicht gerade klug, ne? Habe ich irgendwo wirklich was übersehen? Das kann ja nicht sein. Es könnte ja auch nicht sein, dass ich was übersehe. Das klingt ja schon voll unmöglich und so, ne? Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Zero Ahnung. Ich weiß nicht mal mehr, woher ich komme, ne? Wie sollen da... Habe ich das falsch verstanden? Ich denke nicht, oder? Sorry, aber ich bin gerade etwas irritiert. Ich habe gerade gar keinen Plan, was von mir verlangt wird. Fuck! Ich habe keine Zeit mehr. No! Ah, Mann. Ich habe ja auch gar keine Ahnung, was ich tun muss. Sehr schön. Auch sehr schön, dass einem sofort gesagt wird, was zu tun ist, ne? Ist ja auch wunderbar. Das bekommt man ja auch von selbst auch mit, ne? Man weiß ja sofort, was man tun muss hier, ne? Ist ja offensichtlich, ne? Es macht keinen Sinn, denn die Flammen brennen andauernd. Man kann ja nicht wirklich was dagegen machen, ne? Ja, wie soll denn das gehen? Und die Zeit geht langsam zu Ende. Die wollen doch nicht, dass ich hier einen Wandsprung mache, oder? Das wäre der glatte Wahnsinn. Ich habe keine Ahnung. Leute, wisst ihr es vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ja, ich weiß jetzt, wie es geht, ne? Es hat mit dem Stern zu tun. Natürlich muss man erst drauf kommen, ne? Aber, naja. Man muss den Stern nämlich beibehalten. Bis man halt, bis zu den Flammen da ankommt, versteht sich, ne? Balls. Nein, ich, ah, Mann. Falschen Weg. Hier schnell. So. Eigentlich, ja, man konnte schon drauf kommen, sagen wir es mal so, aber ich habe nicht so weit überlegt, muss ich ganz ehrlich zugeben. So. Nein, nicht diesen. You suck. Okay, komm her, komm her. Schon mal nicht schlecht, ne? Ich hab bisher noch nicht gefällt, was mich sehr wundert. Wow, wir haben wir es geschafft? Scheint so, ne? Sehr schön.
Geil. Das war's an sich, ne? Goomba Man, how you doing? Riesen Goomba! Geh weg, Mann! Okay, auf den muss man raufstampfen, ne? Das hier befördert einen in die Luft. Da muss man so... Whoa, und dann so... Bams! Man kann es auch so machen, aber ist etwas schwerer. Aber für die Challenge etwas besser zu machen, kann man es sich so erlauben, sagen wir es mal. Was geht denn mit dem ab? Bams! Komm her! Seht ihr, so geht's auch. Bitch, please! Ja, damit hatten wir auch die vierte Level geschafft, Leute. Ich glaube, jetzt geht's zur sechsten, ne? Also von der vierten geht's immer ja irgendwie... Nein, nicht mal, okay. Ja. Ja, jetzt sind wir in der fünften Welt angekommen. Ich weiß aber nicht, ob es im früheren Spielverlauf so war, dass die fünfte Welt die Schneewelt war. Ich bin mir nicht wirklich sicher. Ich glaube, es war eher die Wolkenwelt. Aber vielleicht hat er das ja verkehrt gemacht und es umgedreht. Könnte auch sein, ich weiß es nicht. Naja, ob das so sein wird, werden wir im nächsten Part erfahren. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Ich sage Tschüss, euer Bladeus.